Moin, ich begrüße euch ganz herzlich aus Rapid Transit in der Baureihe 185-5. Wir fahren heute ein Szenario von Tom Fresco, erschienen im Creators Club, der Link dazu in der Videobeschreibung. Wir fahren den DGS, irgendeine Zahl, bla 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 nach München. Hauptschalter auf neutral. Wir gehen mal hier nach hinten. Schalten uns PZB, SIFA und na, LZB nicht. Okay, ja, gut. Hat keine LZB. Gehen mal auf Spitzensignale. Machen uns einmal hier ein bisschen Licht an. So, dann sehen wir auch was. Handbremse ist gelöst. Stromabnehmer ist der hintere oben. Das passt soweit alles. Okay, so, Fahrtrichtungswender, zack, einmal in Vorwärtsstellung. PZB ist nicht an, warum? Weil ich sie nicht eingeschaltet habe. Unterer Modus, müsste glaube ich passen soweit. Gehen wir hier einmal auf das Display. Ah, Bremsen ziehen wir noch ein bisschen an. Netzauswahl passt soweit. Das Display passt. Spitzensignale gehen wir mal direkt auf die hellen. Können hier auch wieder wechseln in die Pultbeleuchtung. Na, wo ist er? Da ist er. Signal ist mittlerweile auf Fahrt. Sehr schön. Dann na, machen wir uns nochmal ein großes Licht an. Bahnlinie auf aus, Stromabnehmer und so ist oben. PZB funktioniert, Traktionsbelüftung automatisch, Luftkompressor fahrend. Okay, wir schauen uns noch einmal hier ganz kurz um im Bahnhof. Hier vorne eine 143 mit Dostos. Hier vorne stehen wir, haben heute hier diese Habins. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Die Habinswagen sind das, glaube ich, ne? Und wir stehen hier gerade in Dessau. Gut. Dann einmal machen wir noch. Gucken wir uns noch einmal hier kurz die Kamera an. Ich würde nämlich gerne den Beleuchtungsdimmer runterstellen für die Farbbildbeleuchtung. Ach, das ist hierfür. Okay. AFB machen wir uns gleich an während der Fahrt. Das passt soweit. Scheibenwischer brauchen wir nicht. PZB-Modus, das passt soweit. Notbremsventil, okay. Ich habe gehofft, dass man dieses Licht hier ein bisschen dimmen kann, aber das kann man offensichtlich nicht. Zugbremsen werden gelöst und ein bisschen Leistung aufgeschaltet. Okay, so, wir dürfen direkt schon auf die 120 hoch. Das ist auch unsere heutige Vmax natürlich. Machen wir vielleicht ein Fenster auf. Dann haben wir ein bisschen mehr Fahrsounds. Das ist nämlich die. Ich glaube nämlich nicht, dass das die Dresden-Riese 185 ist. Wobei ich es ohne Fenster angenehmer fand, war doch ein bisschen laut. Und haben 50 Kilometer vor uns, bis wir in Leipzig Messe ankommen und dort dann einem Kollegen oder einer Kollegin übergeben werden.
So, was ist das? Aha. Interessanter Fehler vom Simulator. Ich glaube, das ist mir schon mal aufgefallen, ne? Genug Fotos gemacht. Konzentrieren wir uns mal jetzt auf die Fahrt hier im Führerstand am besten. Ja, ich glaube, mit Fenster ist das doch ein bisschen angenehmer. Oder vielleicht mit der Tür. Ja, machen wir es so. Sind bereits erreicht. Und wir haben die 120. Einmal Leistung komplett raus. Dann stellen wir einmal den 8B hier komplett nach oben. Schalten uns die 8B an. Und gehen mit der 8B wieder runter auf die 120. So, und jetzt ein bisschen Leistung wieder rauf. Jetzt können wir die 120 auch gut halten. Ja, genau, das passt soweit. Dran denken, wir sind in der mittleren Zugart, heißt also 1000 Hertz. Prüfgeschwindigkeit liegt bei 70 km/h. Das könnte bestimmt zu 120 km/h führen. Man kennt die Szenario von Tom Fresco, da ist häufig. Da ist es häufig so, dass man irgendwann zwischendurch doch nochmal ein rotes Signal bekommt. Also meist ist da ein bisschen PZB-Action mit dabei. Wie gesagt, der Link dazu zu dem Szenario ist in der Videobeschreibung. Kann man sich im Creators Club runterladen. Ist also spielbar für PC, für Konsole und für, ja, die andere Konsole. So, was kommt uns da entgegen? Noch ein Güterzug. Moin. Aha. Interessant, interessant, interessant. Ja, so eine Art. Ja, PBZ bestimmt, ne? Genau, das ist auch ein Merkmal von seinen Szenarien. Oft sind da sehr, sehr interessante Zugkompositionen mit dabei. Und das, obwohl es keinen dezidierten Consists-Editor gibt im TSW. Also, dass man sich seinen Zugverband individuell nach Lust und Laune zusammenstellen kann. Das geht ja leider nicht, noch nicht. Vielleicht kommt irgendwann die Funktion mit dem Szenario Planner 2.0. Wäre natürlich ganz cool. Oh, in 2,4 Kilometern haben wir ein rotes Signal vor uns. Das habe ich jetzt zwar ein bisschen gecheatet, dass ich das schon gesehen habe, aber gehen wir mal mit der E-Bremse ein bisschen rein. Wir können doch gut mit der E-Bremse abbremsen. Doch nicht.
hinten alles wohl wieder grün. Dann würde ich sagen, verringern wir ein bisschen die Geschwindigkeit auf 110 und nicht auf 120. Eventuell schaffen wir es dann, dem Zug, den wir hinterherfahren, nicht immer direkt aufzufahren. Möglicherweise müssen wir noch weiter runtergehen mit der Geschwindigkeit, je nachdem, was nach diesem Signal jetzt hier angezeigt wird. Da vorne ist schon das Hauptsignal. Und ich glaube, uns kommt ein Zug, ein Kollege entgegen, kann das sein? Oder eine Kollegin? Nee, das ist nur einfach nur ein Bahnsteig. Okay. Das nächste Signal wird mir gar nicht angezeigt gerade. Das ist wohl noch ein bisschen weiter weg. Während wir hier gerade an einem Bahnsteig vorbeifahren. Das nächste Signal ist aber rot, okay. Wir fahren bestimmt mit dem RE hinterher. Marco. Okay, also Leistung raus. Und ein bisschen E-Bremse abkoppeln und reinbremsen. Vielleicht verringern wir unsere Geschwindigkeit und fahren so mit so 80 km/h vielleicht weiter. Als Durchschnittsgeschwindigkeit, das könnte ganz sinnvoll sein. Weil das bedeuten würde, dass wir vielleicht nicht jedes Mal einen Halt zu erwarten vor die Nase gesetzt bekommen. So, da kommt ein Regionalexpress entgegen. Und da vorne das zu bestätigende Signal. Gehen wir ein bisschen Zugbremse hinterher und drücken dann jetzt gleich auf PZB wachsam. 70 km/h Prüfgeschwindigkeit ist sowieso schon fast erreicht. Zugbeeinflussung. Jo, haben wir. Okay, wir können mal die Bremsen wieder lösen. Aber okay, gut, Signal ist immer noch rot. Dann gehen wir jetzt wieder rein und halten am Bahnsteig hier vorne an. Merzmagnet ist an. Wenn wir Glück haben, schaltet das Signal noch um, bevor wir anhalten. Na? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ach, dann nicht. Gut, wir halten. Ah, dein Ernst? Seriously? Ernsthaft? Ja. Haben wir wenigstens einen guten Ort, um ein Foto zu machen? Ein bisschen gescheites Licht. Interessante Lichtverhältnisse hier.
Na? Ich kann die Kamera nicht richtig bewegen. So. Gut. Zugbeeinflussung. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal die aktuelle VMAX bei 70. So. Irgendwie nervt mich die SIFA. Ich habe heute keine Lust auf die SIFA. Ist jetzt sowieso nicht so wichtig, weil ihr vermutlich nachvollziehen könnt, dass ich wohl nicht einschlafen werde, während ich gerade hier diese Aufnahme anfertige. Das wäre nämlich höchst kontraproduktiv. Und wenn ich einschlafen sollte, würde ich vermutlich dieses Video dann nicht mehr hochladen. Insofern halte ich es durchaus für legitim, in meiner Situation jetzt konkret die SIFA auszumachen, geschuldet der Tatsache, dass es nur eine Aufnahme in einem Simulator ist und eben nicht die Realität darstellt oder widerspiegeln soll. 70er Ankündigung. Zugbeeinflussung. Wird natürlich bestätigt, dann können wir auch auf die 70 hoch. Das ist gar kein Problem. Wir nehmen mal die Leistung raus, weil wir vermutlich noch ein halbzeigendes Signal zufahren werden. Das müsste die Baureihe ...185.5, also die MRCE-Version der 185.2, müsste, glaube ich... Zwangsbremsung. Warum? Zwangsbremsung. 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 Hä? Zwangsbremsung. 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 Geschwindigkeitsüberschreitung. Zwangsbremsung. 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 Geschwindigkeitsüberschreitung. Die Überwachung war doch auf 70 km/h. War doch nur in Anführungszeichen die 1000 Hertz Prüfgeschwindigkeit. Und ich habe doch hier die AFB auf 70 eingestellt, die ist ja immer noch auf 70 eingestellt. Verstehe ich nicht. Wofür da jetzt die Zwangsbremsung war? Ich meine, anscheinend wurde ich ja auf was, auf 45 dann überwacht. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Also ich glaube nicht, dass ich an dieser Stelle jetzt was falsch gemacht habe. Aber wer das besser weiß, Zugbeeinflussung, der möge mich gerne in den Kommentaren eines Besseren belehren. Aber ich wüsste jetzt nicht, weshalb ich da diese Zwangsbremsung an dieser Stelle verdienen würde.
Ja, in gar nicht allzu weiter Ferne erscheint Luzern-Sursee oder Sursee oder Sursee. Ich weiß das nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Vermutlich. Ah, nee, keine Ahnung. Ich sag jetzt einfach mal Sursee. Also ein stimmhaftes S. Stimmloses S. Entschuldigung. Stimmhaftes S wäre Sursee. Ah, 120 Ampere, sehr gut. Also einmal Leistung zurück. AFB kann man schon mal hoch auf den 120 packen. Und dann gleich beschleunigen. So, jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen Leistung reingeben. Genau, also in nicht allzu weiter Ferne steht dann der Release von Luzern-Sursee an. Jetzt habe ich es doch in stimmhafter Variante gesagt, ist ja auch egal. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf, mal etwas wieder, eine komplett neue Experience im TSW zu haben. Denn damit hätten wir dann die allererste Schweizer Normalspurstrecke und das allererste Mal einen Zug von Stadler im TSW. Was natürlich sehr, sehr cool ist. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr darauf. Die Videos und Fotos, die man so bisher gesehen hat, sehen auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Der Flirt lässt sich auch, also hier RABE 523 lässt sich auch super repainten und entsprechend auf deutschen Strecken fahren lassen. Das wird auch sicherlich nicht allzu lange dauern, bis da die ersten Repaints für erscheinen werden. Ja. So, 120er Ankündigung ist das. Aber wie ist das bei euch mit der Strecke, mit Luzern-Sursee? Freut ihr euch darauf? Werdet ihr euch die Strecke holen? Ich bin mir recht sicher, dass ich sie mir beim Release holen werde und wir dann auch alsbald gemeinsam das erste Mal in Flirt sitzen werden und uns die Strecke und den Zug angucken und auch relativ schnell dann... Oh. Zwangsbremsung. Aha. Zwangsbremsung. Okay. Zwangsbremsung. Nicht zeitgerecht bestätigt. Mach's nur kurz, das da. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Okay. Und das Ganze nochmal. Ist ja nicht so schlimm, wir fahren ja sowieso auf ein haltzeigendes Signal zu. Also ob wir jetzt hier stehen oder ein paar Meter weiter hinten, das macht jetzt auch nicht den Unterschied. Das sehe ich nicht als großartige Zwangsbremsung jetzt hier an. Zugbeeinflussung. So. Das ist aber auf jeden Fall bestätigt und wir achten auch nicht schneller als 45 zu fahren.
hier an Grappin vorbeifahren. So, AFB runtergestellt auf die 40. Und wir werden das natürlich nicht befreien. Aha, das Signal links zeigt grün, interessant. Vorsignalwiederholer mussten nicht bestätigt werden. Und da kommt uns ein Talent 2 vorbei. Ach, sehr schön. Signal ist umgesprungen und Zugbeeinflussung. Wir dürfen dann gleich 60 fahren. Machen wir auch. Okay, nochmal 60 angekündigt, Vorsignalwiederholer muss nicht bestätigt werden, ebenso hier. Und hier ist die Ankündigung auf 100. So, dann würde ich mal sagen, hier könnten wir vielleicht mal anhalten. Außerplanmäßig. Genau, jetzt stehen wir nämlich hier in Bitterfeld mit unserem Zug. Machen wir nochmal einen Screenshot hier. Sieht schon ganz schön aus, ne? Auch hier so in dieser abendlichen Stimmung. Und dann würde ich sagen, in Teil 2, der auch dann irgendwann erscheinen wird, werden wir dann die restliche Fahrt machen. Teil 2 wird allerdings nicht sofort kommen. Ich danke euch fürs Zusehen, macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke.